Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaya, Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, heute ist der erste Advent und da gehört sich's, dass man, auch wenn man so alt ist wie ich, noch einen Adventkalender hat. Und jeden Tag darf man ja ein Türl aufmachen von unserem Adventkalender. Ich habe das schon als Kind geliebt. Aber vor allen Dingen habe ich diese nostalgischen Adventkalender oder wie den mit dem Grippel geliebt, die man aufgekommen habe und immer noch benutzt. Ich drücke heute die Türen so fest zu, dass ich das nächste Jahr wieder aufbringe. Woher kommen die Adventkalender eigentlich? Die Adventkalender, die kommen von einer Zeit, da wo die Leute noch das Warten gern können haben. Nämlich, sie haben sich vorbereitet auf die heilige Weihnacht. Und für die Kinder war es halt eben die Frage, wie lange haben wir noch? Das wissen wir selber aus unserer Kindheit, dass wir Mama und Papa gefragt haben, wie lange haben wir noch? Und darum hat man im 19. Jahrhundert begonnen, den Kindern das zu erleichtern. Die ersten Adventkalender, die waren ganz einfach. Das findet man heute noch an uralten Haustieren, dass einfach mit dem Messer Strich gemacht worden sind. Und jeden Tag hat das Kind einen so einen Strich wegmachen dürfen. Und das waren die einfachsten Adventkalender. In anderen Gebieten, wie in Österreich, da hat es die Himmelsleiter gegeben. Das waren 24 Stufen bis in den Himmel. Und oben ist dann das Christkindl gestanden. Das finde ich auch einen ganz netten Brauch. Oder in wieder anderen Gegenden, da waren es 24 Lichter, die anzünden worden sind, die so kranzförmig waren. Das war ja dann der Beginn vom Adventkranz, kann man ungefähr sagen, wobei da wisst man, wer den als erstes Mal gemacht hat. Aber das war einfach, dass man es den Kindern erleichtert hat. Ich habe zuvor im Internet nachgeschaut, es gibt unzählig viele Arten von Adventkalender. Also da fängt man an für Kinder, Männer, Frauen, für Rentner gibt es eigene Adventkalender, dann mit Schnaps, ohne Schnaps, mit Gurteln, mit allem Möglichen, was man sich vorstellen kann und mit allem Sinnigen und Unsinnigen. Aber doch, ich bleibe eben noch bei diesen Adventkalendern, wie die Schwestern in Rottenbuch als Haushälterin gehabt habe, die zwei Mallersdörfer, da haben wir angefangen im Advent jeden Tag eine besondere Geschichte zum Vorlesen. Und da hat es nachher einen Adventkalender mit Geschichten gegeben. Oder es war eine durchgängige Adventsgeschichte, die ich vorgelesen habe. Und das habe ich aber noch, während die Schwestern Suppen gegessen haben, beim Mittagessen gemacht. Aber ich habe das ganze Jahr über irgendwas vorgelesen, weil ich nicht so unbedingt auf Suppen aus bin. Und darum haben wir diese Tischlesung eingeführt. Und wenn jetzt dann meine Mama kommt, dann wird es auch jeden Tag irgendwann einmal bei ihrer Geschichte aus diesem Buch Wilde Weihnacht vorlesen. Und darauf freue ich mich selber schon, wenn man eine Geschichte hört. Aber ich möchte euch auch ein bisschen, wer es digital mag, der kann auch einmal auf unsere Homepage schauen, nämlich unsere ich weiß jetzt nicht genau, Gestalterin der Homepage und ihr Mann, die Gabi, Lex und ihr Mann, der Sepp, die haben einen digitalen Adventkalender auf unserer Homepage gestellt, wo man sich jeden Tag was anschauen kann. Und das möchte ich euch einfach damit ein bisschen schmackhaft machen. Ab heute könnt ihr das auch jeden Tag anschauen. Ja, das war es jetzt eigentlich schon gewesen, was ich euch über die Adventkalender heute erzählen wollte. Und jetzt werden wir gemeinsam am Abend noch beten. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben.
Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und heute singe ich euch ein Liedl vor, das in keinem Gotteslob drinsteht, aber das, das uns Mami am Abend vorgesungen hat und wir haben dann auch mitgesungen. Das war unser Abendlied, wenn wir schlafen gegangen sind, nach dem Abendgebet. Leise singt der Abend nieder und das Tagwerk ist vollbracht. Will dich Heiland nochmals grüßen und dir sagen, gute Nacht. Will dich Heiland nochmals grüßen und dir sagen, gute Nacht. Heiland, gib uns deinen Segen, schirm mit deiner Gottesmacht mich und alle meine Lieben, schenk uns eine gute Nacht. Mich und alle meine Lieben, schenk uns eine gute Nacht. Segne alle meine Lieben, sei auf unseren Schutz bedacht. Segne mich vorm Tabernakel, lieber Heiland, gute Nacht. Segne mich vorm Tabernakel, lieber Heiland, gute Nacht. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Für euch Gott, bis morgen.